Hallo und zurück beim GMK Forum 2019. Und hier jetzt auf dem Sofa begrüße ich Frau Professor Dr. Angelika Beranek. Sehr schön, dass Sie hier sind. Sie sind Studiendekanin an der Hochschule München und Sie leiten auch den Masterstudiengang Angewandte Forschung in der sozialen Arbeit. Und da habe ich gelesen, es gibt das Media Culture Lab, was Sie auch mitmachen. Also eine Art Medienlabor, schätze ich. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Ja, klar. Also das Media Culture Lab ist eigentlich so der Dachtitel für mehrere unterschiedliche Labore. Mhm. Wir haben zum einen hier eine Medienausleihe, wo Studierende, Professorinnen und Professoren sich einfach Medien ausleihen können. Klingt erstmal banal. Also wie so eine Stadtbibliothek, oder? Genau, wie eine Bibliothek, nur für Medien. Mhm. Und wir haben da aber ganz spannende Sachen. Also nicht nur Fotokameras und Videokameras, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern wir haben auch Smartphones, 360-Grad-Kameras, GoPros, mit denen man dann eben auch in verschiedenen Cases unterschiedliche Sachen filmen kann. Also auch tatsächlich so dreidimensionale Dinge kann man damit machen. Ein Trickfilmstudio, ein mobiles, was man sich leihen kann. Ja, das ist toll. Und mit Zeichen noch am Computer dann wahrscheinlich und nicht mehr wie früher. Ja. Also alles. Man kann Legetrick machen, man kann aber auch am Computer zeichnen. Dann haben wir eben einen Bereich, das nennt sich AV Medien, Audiovisuelle Medienlabor. Mhm. Dort gibt es Filmschnittplätze, eine Tonkabine und dafür wird es hauptsächlich genutzt für Abschlussarbeiten, studentische Projekte. In der sozialen Arbeit In der auch. Sozialen Arbeit, ja. Also wir haben auch die Möglichkeit, tatsächlich keine geschriebene Bachelorarbeit abzugeben, sondern ein mediales Produkt. Okay, und was war da eine spannende Bachelorarbeit, die Sie vielleicht betreut haben oder das, gesehen haben? Das Außergewöhnlichste, was ich bis jetzt hatte, war eigentlich, dass eine Studierendengruppe, die haben zu zweit ein Computerspiel erstellt. Mhm. Und dann hatte ich auch schon jemanden, der ein Wiki gemacht hat als Abschlussarbeit. Ein Wiki, was ist das genau? Also ein Wikipedia-Eintrag? Also genau, wie eine Wikipedia, nur ein Wiki über Medienprojekte hier an der Hochschule. Ach, wie cool. Genau. Ja. Und dazu gehört dann aber auch noch ein Computerspielelabor. Mhm. Und das ist so unser Glanzstück, Herzstück, wo wir eben auch VR-Technik haben oder die HoloLens. Und die Studierenden können das einfach nutzen. Also es wird für Lehrveranstaltungen genutzt. Aber man kann natürlich in der Lehrveranstaltung kein Computerspiel durchspielen. Mhm. Wir sagen aber, es ist wichtig, dass Sie mal spielen, dass Sie sich damit beschäftigen und dann haben Sie hier die Möglichkeit, sich einfach mal hinzusetzen und tatsächlich zu spielen. Und ganz neu ist dann eben auch noch unser Maker Lab. Das gerade noch im Entstehen ist. Ein Maker Lab, das hört sich cool an. Genau. Also da macht man alles oder was das wird da gebastelt? Das bezieht sich tatsächlich auf die Maker-Bewegung. Mhm. Das ist ja was relativ erklären ein bisschen. Genau. Hier, basteln trifft das eigentlich ganz gut. Hier macht man aktiv selber etwas und zwar sowohl mit ganz klassischen Sachen wie mit Holz, aber eben auch mit digitalen Medien. Also mit kleinen Minicomputern, wir haben viel dort, womit man löten kann, wir haben 3D-Drucker, wir haben kleine Fräsen, wo man dann Dinge programmieren kann und ausfräsen kann. Und da schauen wir eben gerade, was man alles Tolles damit machen kann. Und das ist richtig in diesem Studiengang integriert sozusagen? Oder genau. Kann man da Credit Points sammeln oder wie läuft das ab? Ja, also es gibt verschiedene Seminare, die dort drin stattfinden. Ich lehre relativ viel tatsächlich eben mit kleineren Gruppen in diesen unterschiedlichen Laboren. Und das ist dann zum Beispiel in so einem Seminar, das sich kreative Medien nennt. Oder auch in Gruppenarbeit kann man viel damit machen. Für die höheren Semester haben wir dann noch Medienkompetenz im digitalen Zeitalter. Mhm. Da beschäftigen wir uns mit Coding und das ist natürlich auch was, was in diesen Laboren ganz gut stattfinden kann. Mhm. Super. Ja. Sie haben noch ein anderes Projekt, Digitale Helden heißt das. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie Sie das machen neben diesem Hauptjob. Also was ist das genau und wie sind Sie dazu gekommen? Ja, also bei den Digitalen Helden bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so aktiv, wie ich das früher mal war, aber ich habe das damals mit gegründet und das ist noch ein bisschen mit aus meiner Dissertation tatsächlich entstanden, weil wir damals mehrere Leute waren, die so im Rhein-Main-Gebiet Projekte gemacht haben zum Thema Cybermobbing-Prävention. Und wir gesagt haben, eigentlich ist es Schwachsinn, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und wir können viel besser, viel effektiver arbeiten, wenn wir uns zusammentun. Und dann haben wir uns erstmal zu fünft interdisziplinär auch zusammengefunden und haben gesagt, wir entwickeln hier tatsächlich ein großes Peer-to-Peer-Projekt, was dann auch ein bisschen nachhaltiger wirken kann. Also Grundgedanke ist immer, Jugendliche, Schulen, Jugendlichen
Also ein Medien-Scout-Projekt im Prinzip. Ah, okay. Ich habe auf der Website gesehen, da gab es einen WhatsApp-Kurs. Das fand ich ganz spannend. Irgendwie. Also es ist wirklich so geguckt, irgendwie, was gibt es im realen Schulleben auch. Also da haben wahrscheinlich viele Klassen irgendwie so einen WhatsApp-Chat. Und wie kann man dann damit umgehen, wenn jemand was Böses schreibt? Oder wie? Ja. Okay. Genau. Also im Prinzip ist es so, dass die Idee der digitalen Helden ist, dass wir alles aufgreifen können, was eigentlich die Jugendlichen interessiert und was sie mitbringen. Deswegen wird eben auch ganz konkret mit den Jugendlichen gearbeitet und dann geguckt, wie kann man denn diesen typischen Gefahren so ein bisschen aus dem Weg gehen, ohne dass da ein Erwachsener steht und mit erhobenem Zeigefinger dort steht und sagt, mach das nicht. Also nicht so normativ von oben herab, nicht aus der Erwachsenenperspektive, sondern tatsächlich die Themen ernst nimmt, die die Jugendlichen haben und die mit ihnen dann bearbeitet und natürlich die Erwachsenenexpertise mit einbringt. Aber das klingt auch so wie in Ihrem Medienlabor, also dass Sie sozusagen jetzt den jetzigen Studierenden das mit auf den Weg geben. Genau. Für die, falls Sie mit kleineren Kindern arbeiten oder Jugendlichen. Genau, also da geht es eigentlich auch darum, die genau dafür fit zu machen. Weil wir haben viele Studierende, die natürlich bestimmte Medien privat nutzen, aber wir haben immer noch wahnsinnig viele weibliche Studierende auch, die natürlich auch ein spezifisches Nutzungsmuster von Medien aufweisen. Und nicht so gerne Computerspiele spielen. Ja, viele. Spielen Sie denn gerne Computerspiele? Ich spiele gerne, ja. Habe ich gerade schon in den Augen gesehen. Also, es gibt auch andere. Ja, wir haben tatsächlich auch, das ist auch ganz schön, dass sich das so entwickelt hat die letzten Jahre. Also ich bin jetzt 4,5 Jahre hier an der Fakultät. Und dass wir auch tatsächlich Studierende haben, die zu uns kommen, weil sie sagen, hey, hier kann ich mich mit Medien beschäftigen im Rahmen der sozialen Arbeit. Und wir dementsprechend tatsächlich jetzt auch ganz guten weiblichen Nachwuchs haben in den unteren Semestern. Und ansonsten bei den anderen geht es halt wirklich darum, sie mal daran zu führen und zu sagen, spiel es doch mal, guck mal, was es mit dir macht, wie es tatsächlich wirkt. Und, aber auch mit dem Hintergrundgedanken, dass man sozusagen damit eine Brücke bauen kann zu den Jugendlichen, also mit denen man vielleicht arbeitet? Genau, also dass man es zum einen versteht und nicht nur darüber liest, weil es immer was anderes ist, wenn ich was erlebe, wie wenn ich irgendwie einen Text darüber lese. Ja, klar. Und dass man dann tatsächlich auch eine Idee entwickelt, wie kann ich das pädagogisch einsetzen. Also das ist ja auch was, dass sie viel Privatmedien nutzen, aber gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt in einem pädagogischen Kontext damit. Sondern da viele immer noch sind mit, ja, pädagogisch muss ich sie eigentlich eher von den Medien wegbringen und fernhalten und die sollen doch lieber Fußball spielen. Ja. Und dass wir dieses Online versus Offline ein bisschen auflösen und sagen, das ist eine Lebenswelt und in dieser Lebenswelt seid ihr pädagogisch tätig. Und deswegen müsst ihr auch analog und digital kennen und müsst das eben auch verknüpfen und auch verstehen, dass es diese Dualität zwischen eben Offline und Online bei Kindern und Jugendlichen so gar nicht mehr gibt. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich viele besorgte Eltern, die jetzt irgendwie sagen, ja, mein Kind möchte aber gerne unpädagogische Fernsehserien, Computerspiele konsumieren. Wie geht man dann damit um, auch als Pädagoge? Genau, also das sind natürlich auch so Fragestellungen, die wir mit den Studierenden durchsprechen, mit in der Beratungssituation, egal wo sie nachher arbeiten, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, werden sie ja mit diesen Fragen konfrontiert. Und da tatsächlich eben ein kritisches, aber auch ein ausgewogenes Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und das ist ja gar nicht so einfach. Und es kommen ja ständig neue Medien und das ist halt eben auch unser Ansatz, ihnen beizubringen, sich Medien anzueignen, sich damit zu beschäftigen und dann die richtigen Fragen zu stellen, um dann eben pädagogisch auch damit arbeiten zu können. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch, habe ich viel gelernt. Gerne.